Hallo und herzlich willkommen bei uns auf unserem schönen Kanal Angel Readings. Und jetzt haben wir eine Legung gemacht. Das ist jetzt mal eine andere Legetechnik. Und zwar geht es heute um das Thema: Ist dein Wunschpartner der richtige für dich? So, jetzt muss ich die Kamera noch mal so ein bisschen. Ja. Ist dein Wunschpartner der richtige für dich? Es kann ja sein, dass du nach jemandem geschaut hast oder geguckt hast, dass dir jemand gefällt und du weißt vielleicht so ein bisschen was über ihn oder ihr kennt euch schon, ihr seid Bekannte, vielleicht knistert es da ja auch schon so ein bisschen. Und du bist jetzt am Überlegen, ja, soll ich hier mal aktiv werden und vielleicht mal einen Angriff starten? Oder lieber nicht, ich habe keine Ahnung. Und deswegen machen wir jetzt für euch hier die Kartenlegung, das Reading fürs Kollektiv für euch. Wie ich sage es jetzt immer wieder vorm Video. Kollektiv bedeutet, es ist jetzt für alle. Wer damit in Resonanz gehen kann, ist gut. Wer nicht damit in Resonanz geht und die Situation dann eine andere ist, schreibt mich gerne an für ein privates Reading, ein persönliches Reading. Die Infos dazu stehen ja alle unten in der Infobox. Ich freue mich auf euch. Und dann fangen wir jetzt mal an und haben um die Energie für die Frage gebeten: Ist dein Wunschpartner der richtige für dich? Wir fangen mal an. Also die erste Karte, ja, die beschreibt den Wunschpartner. Und da ist jetzt hier die Karte die Fische gefallen aus dem Deck. Und die Fischekarte ist ja in Liebesfragen auf jeden Fall immer für die Partnerschaft, für die Seelenpartnerschaft, ja, für alles, was den Lebens- oder Seelenpartner beschreibt. Also das ist die Karte der Partnerschaft. Und daraus sehe ich, dass der Wunschpartner ja entweder in einer Partnerschaft ist und oder auch ein Mann ist, der sehr viel Wert auf eine Partnerschaft legt. Ja, also das ist jetzt keiner, der von Blüte zu Blüte fliegt, wie man es immer so schön umschreibt, ja, sondern das ist ein Mann, der legt sehr viel Wert darauf, auf eine stabile, feste Beziehung. Ja, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und diese Karte beschreibt den Wunschpartner hier natürlich dann auch sehr gut mit der Fischekarte. Also es handelt sich hier um einen Mann, der auf jeden Fall an einer Beziehung interessiert ist und nicht an One-Night-Stands oder hier kurzen Scharmützeln oder ja, Liebeleien. Also ich drück's jetzt mal ein bisschen vornehm aus, ja. Also eine schöne Karte, wenn ich frage, was den Wunschpartner denn so beschreibt, hier an dieser Position. Da kommen wir zur nächsten Karte. Was empfindet der Wunschpartner? Und wenn ich sage, anhand der Fischekarte, dass er vielleicht gerade in einer Beziehung ist und ich jetzt die Frage stelle, was der Wunschpartner empfindet, und ich habe jetzt hier den Berg in der Hand, lässt sich fast sagen, dass es in seiner jetzigen Situation, in seiner jetzigen Beziehung, in der er sich befindet, ja, vielleicht so die ein oder andere Hürde gibt, ja, Schwierigkeiten gibt. Die Karte der Berg, die steht ja auch für Blockaden. Die steht für Herausforderungen, Belastungen, Probleme und Widerstände. Ja, also man könnte jetzt vielleicht schon auch kombinieren, dass er in seiner jetzigen Beziehung, die er da hat, auch nicht mehr so glücklich ist und dass es vielleicht auch gar nicht mehr das Gelbe vom Ei ist. Denn da die Karte beschreibt ja seine Empfindungen. Also vielleicht sieht er sich ja hier vor Problemen oder hat Probleme und Schwierigkeiten in seiner Beziehung, in der er sich jetzt gerade befindet. Ja. An der Stelle, an der Position 3, da haben wir die Frage gestellt: Was empfindest du? So, ja, was empfindest du denn? Da liegt der Turm. Was bedeutet der Turm? Der Turm bedeutet ja in erster Linie so ein bisschen Isolation, das heißt Abgrenzung, Schutz. Der Turm, der steht auch ein bisschen so für Rückzug, sich zurückziehen. Also wenn ich jetzt das auf die Frage ummünze, was du empfindest, kann ich mir gut vorstellen, dass du dich zurückziehst. Ich sage auch mal so, bisschen schüchtern bist, was das angeht. Vielleicht weißt du ja auch, dass er gerade in einer Beziehung ist, oder vielleicht weißt du sogar auch, dass die Beziehung jetzt gerade so ein
bisschen schwierig ist für ihn. Befindest dich aber trotzdem aktuell hier so in der Frage im Rückzug, in der Isolation, möchtest nicht aus dir herauskommen, ja, und möchtest jetzt hier nicht gleich mit der Tür durch die Wand, nee, Mama, wie hast's? Mit der Tür ins Haus Mit der Tür fallen. ins Haus fallen, ja, möchtest nicht mit der Tür ins Haus fallen, schaust dir das vielleicht so ein bisschen an, ja, der Turm steht für mich hier, was dich angeht, was du empfindest, bisschen zu viel, ja, oder vielleicht auch Unsicherheit, dass du nicht weißt, was du tun sollst, sollst du jetzt intervenieren, ja, oder hältst du dich lieber zurück, ja, das beschreibt die Karte so ganz gut, was empfindest du? Die Karte Nummer 4, was wir da haben, ja, da liegt die Schlange. Die Schlange, das ist zum einen im Lenormand-Kartendeck ja die Rivalin in Beziehungsfragen. Ja, vielleicht beschäftigt ihn das, wenn er vielleicht auch schon ein Auge auf dich geworfen hat, weil wir haben ja gesehen hier oben, er ist eigentlich ein loyaler Typ, ein Beziehungsmensch. Ja, vielleicht hat er dich auch schon im Kopf. Und die Schlange, die beschreibt dir ja auch einen komplizierten Weg. Also es kann auch gut sein, dass ihn das jetzt beschäftigt und dass es für ihn einen sehr komplizierten Weg darstellt, jetzt hier in Sachen Beziehung mal einen anderen Weg einzuschlagen oder auch mal dir ein Zeichen zu geben, dass er vielleicht auch Interesse an dir hat. Ja, also ich sehe jetzt in dem Fall in der Karte die Schlange beide Merkmale, also sowohl die Rivalin, die du ja im Augen seiner Frau oder Freundin sein kannst, als auch den komplizierten Weg. Vielleicht ist er ja auch so eine Couchkartoffel, sage ich mal, und will sich da jetzt trotzdem auch nicht aus seiner Beziehung rausbewegen. Sieht es momentan als kompliziert an und lebt lieber mit den Problemen, mit den Bergen, sage ich schon, mit dem Berg, mit den Hindernissen. Als dass er sich hier mal fortbewegt. Aber der komplizierte Weg ist auf jeden Fall zu gehen, wenn er mal aus seiner Komfortzone herausgehen soll. Ja? Hier an der fünften Stelle, da unten, haben wir die Karte. Ist der Wunschpartner bereits an irgendjemanden oder irgendetwas gebunden? Hat man ja gerade jetzt das Thema hier überall. Er ist scheinbar gerade an jemanden gebunden. Ist aber nicht gerade das Gelbe vom Ei, was wir jetzt in den Karten gesehen haben. Also da sehe ich Hürden, da sehe ich Probleme, da sehe ich einen komplizierten Weg. Also es ist für ihn jetzt auch nicht gerade so ganz rosig in der Konstellation, in der er sich gerade eben befindet. Ja, also er scheint mir jetzt nicht der Glücklichste zu sein in seiner Partnerschaft, die er ja scheinbar hier hat. Hier liegen ja die Fische. So, an der sechsten Position, da haben wir jetzt die Frage gestellt, wird er auf mich zukommen? Ja, und was haben wir denn da? Da haben wir die Lilien, die stehen grundsätzlich ja für die Sexualität, für Intimität, für Romantik, Leidenschaft, aber die steht auch im Lenormand-Kartendeck dafür tätig zu werden oder sich etwas hinzugeben. Ja, das ist also die Karte, die mir jetzt auf jeden Fall sagt, dass er früher oder später tatsächlich schon auf dich zukommen könnte, ja, wenn er seine jetzige Beziehung mal ad acta gelegt hat, die läuft ja scheinbar nicht gut. Und die Lilien an der Position, wird er auf mich zukommen, die stehen hier dafür, dass er tätig wird, dass er etwas beginnt, anfängt zu tun und sich etwas anderem hinzugeben. Und das andere, das bist ja in dieser Legung du. Ja, also kann ich die Frage, wird er auf mich zukommen, auf jeden Fall mit Ja beantworten. Es handelt sich hier vielleicht auch noch um etwas Geduld, was das angeht, aber die Frage kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. So, last but not least, da ist sogar die männliche Energie mit aus dem Deck gesprungen, und zwar liegt die an der Position 7, und da haben wir die Frage gestellt, ob du dich auf deinen Wunschpartner einlassen solltest oder lieber nicht. Also, und ich würde sagen, da muss man kein Kartenleger sein, um die Frage zu beantworten. Hier liegt ja der Mann selbst an der Position. Und das ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Hier liegt der Mann, die Energie des Mannes, wenn ich die Frage stelle, ob du dich auf ihn einlassen solltest oder nicht. Also ganz klares Ja, ganz klare Antwort. Ja, das sollst du tun.
So, das war eine sehr schöne Legung, fand ich, zu der Frage, ist dein Wunschpartner denn überhaupt der Richtige für dich? Ich sehe hier einen treuen Mann, einen beziehungsliebenden Mann, keinen Mann, der jetzt von Blüte zu Blüte hüpft. Er ist vielleicht gerade noch nicht in der Lage, jetzt etwas Neues anzufangen, ist aber auch in einer Beziehung, die jetzt auch nicht so besonders rosig ist. Vielleicht habt ihr schon voneinander mitbekommen, weil hier liegt ja auch die Schlange, also stellvertretend für dich. Und die Lilien, dass er auf dich zukommen wird und dass es vielleicht sogar auch der richtige Mann ist hier in der Position 7, finde ich eine gute Legung. Ich würde die Frage mit Ja beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euer Feedback. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.